Hashtag Wollo und Kornel Card 8. Eure Themen, eure Fragen, all das hier in diesem Video. Wow, dark. Der Hashtag war übrigens falsch, Leute. Echt? Es ist Wollo Kornel Card 8. Was habe ich denn gesagt? Wollo und Kornel Card 8. Wäre auch viel sinniger, ne? Ja, nee, es wäre viel zu langer. Ja, das andere ist nicht zu lang, ne? Weil der andere so kurz und knackig ist. Ja, man braucht kurz und knackige Dinge, Leute. Alter, wie geht's euch? Mir geht's eigentlich gut, aber meine Nase ist ein bisschen am Laufen und ich muss die ganze Zeit niesen. Wollo? Ja, das Spiel ist viel zu laut, Entschuldigung. So. Jetzt ist es viel zu leise. Übrigens, ich kümmere mich in der Pause drum, Leute. Ja, wir haben heute wieder Themen von euch und der Heavytus, ne, ich wollte die Namen nicht vorlesen, aber der Heavytus ist halt ein Heavy-Typ, der haut mich sonst. Der hat eine interessante Frage und ich bin gespannt, ob du eine Antwort darauf hast. Und zwar fragt er, was würdet ihr für einen Film oder eine Serie machen, wenn ihr die Chance hättet? Keine Ahnung, die nächste Staffel Breaking Bad. Wäre aber auch doof, wenn ich die machen würde, dann wüsste ich ja schon, was passiert. Da hätte ich keinen Bock drauf. Will sie halt eigentlich auch sehen, ne? Also von daher würde ich eigentlich, nee, ich will nicht derjenige sein, der eine Serie oder einen Film macht, weil ich mich sowieso momentan schon drüber beklage, dass durch Corinna, Corinna, verstehst du, jede Menge Sachen ausfallen oder nicht gedreht wurden. Und ich bin ein bisschen, also ich stehe ein bisschen im Leeren, weißt du, so, ich habe nichts mehr. Und wenn ich jetzt derjenige bin, der die neue Top-Serie dreht und sie dann auch nicht gucken kann, ja, mega scheiße. Ja, vor allen Dingen ist das ein Problem, über das niemand redet, ne? Da redet aktuell wirklich keiner drüber. Ich hatte zwischendurch mal so diesen Gedankengang, wo ich in Nürnberg war, man könnte ja ins Kino gehen. So, und dann habe ich, also da habe ich gar nicht angesprochen, weil ich mir schon dachte, das wird sowieso nichts. Bin dann mal da drauf gegangen, ne, ins Kino.de, was weiß ich, ja, so den Programmplan, Alter, und nichts, als ob da, also da laufen noch Filme, die ein Jahr alt sind, teilweise, und es war einfach nichts, wo ich sagen würde, ja, das könnte man sich mal angucken. Absolut gar nichts. War richtig traurig. Und serientechnisch halt das Gleiche, deswegen von meiner Seite aus erstmal ein, ich will nicht derjenige sein, Entschuldigung. Okay. Nun bin ich aber sehr gespannt, was der größte Fan von Köln und unter uns da so zu sagen hat zum Thema Serien. Ja, also erstmal möchte ich gerne sagen, dass ich auch, also ich... Wieso, deine Scheiße wird die ganze Zeit produziert, denke ich, wird mir gerade klar. Ja, geht, ne? Die hatten auch einen Produktionsstopp. Nee. Aber die haben ja genug Vorrat. Gott sei Dank. Und ja, das ist ganz wichtig, sag ich mal. Ne? Das ist wirklich wichtig. Sonst gibt's, Alter, sonst gehen die ganzen Arbeitslosen alle auf die Straßen, auf die Barrikaden, ey, das wollen wir nicht, ne? Ich sag dir, wenn Köln nicht mehr kommt, dann bin ich auch auf der Demo. Dann ist zu viel. Aber nee, tatsächlich leiden meine Serien aber sehr darunter, unter Corinna, ne? Okay. Weil die Darsteller sich jetzt nicht mehr küssen dürfen. Oh, warum nicht? Ja, weil... Ach, ja, gut, man könnte halt vorher... Ja, keine Ahnung, ich glaube, die werden einmal die Woche getestet, aber selbst ja, du weißt ja danach nicht, was passiert, ja, klar. Ja, keine Ahnung, ich find's auch... Ja, aber es ist so richtig unangenehm, weil ich bin ja so jemand, der sich nicht so viele Gedanken darüber macht, ne? Ja. Aber jetzt, seitdem, du siehst halt überall, entweder du siehst die Stränge, also die Story-Stränge, wo du merkst, okay, es ist extra so geschrieben, wegen Corinna, wegen den Auflagen, die da haben. Darf ich dir eine kurze Frage als Nicht-Zuschauer dieser Serien? Ist Corinna denn da schon, ach, können wir wieder Corona sagen, ist Corona da schon ein Thema? Nein, also, das gibt es in der Welt gibt's nicht. Gibt es in der Welt nicht, ne? Nein. Warum dürfen die es ja nicht küssen? Das ist ja Blödsinn. Aber ganz am Anfang, als das war, hatten die zum Beispiel, dann war da jemand krank, ne? Das heißt, da waren dann Pärchen und das eine Pärchen, da wurde die eine dann krank und dann haben die ja immer Abstand gehalten. Ne? Mein Gott. Und du weißt halt sofort, warum das so ist. Einfach nur so. Ja. Wobei, da ist sowieso alles einfach so dumm reingeschrieben, als ob es dann auffallen würde. Das fällt sehr auf. Oder eine andere Story, ne? Da war so in der Schule, die Jugendlichen, ne? Haben sich halt zwei verliebt, ne? Und das war halt so ein Mädchen mit zwei Typen und die beiden Typen wollten sie und sie hat sich dann, hat aber mit dem einen geflirtet, wollte aber den anderen, ne?
Ah, muss ich euch gleich erzählen. Muss ich euch gleich erzählen. Hure! Das ist so Hure! Wobei ich darf nicht mehr, ich darf sowas nicht mehr machen. Jetzt, aber wir müssen jetzt theoretisch über noch einen Kommentar reden, aber das machen wir jetzt nicht. Irgendwann mal. Ja, also, war jetzt durch mit Köln oder immer nein, noch nein, nicht? Warte, jetzt okay. Hör mal kurz zu. Also, da war, ist halt ein Mädchen, zwei Jungs, ja? Ja. Oh. Die hat halt den einen gedatet, wollte aber den anderen. Aber das war so, ne, den hat sie sich nicht getraut, obwohl der auch sie wollte. Und dann hat sie sich immer mit dem einen getroffen, so auf Dates und so. Aber immer, wenn es zum Kuss kam, hat sie dann, ist sie dann doch abgehauen, hat eine Ausrede gesucht und so, ne? Mhm. Und dann ist sie, und das war halt wegen Corona, und dann ist sie irgendwann doch mit dem anderen zusammengekommen, ne? Ja. Der wollte sie dann immer küssen und dann hat sie immer abgeblockt und gesagt, wir müssen es erst dem anderen sagen. Vorher kann ich dich nicht küssen, das fühlt sich falsch an. Wie wäre es denn einfach, wenn man so machen würde, dass nicht jeder Typ auf einmal ein kussgeiler Vollidiot ist, der andauernd versucht, so ein Mädel zu küssen? Ja, die waren halt zusammen, aber er durfte sie nicht küssen. Ja, und das kenne ich. Ich durfte noch nie ja, ein Mädchen küssen, mit der ich zusammen war. Merkst du es halt an jeder Ecke. Ne? Wenn jetzt mittlerweile gibt es manchmal Küsse, aber dann halt immer so, dass die Kamera dann hinter eine Mauer verschwindet, ne? Oder dass die Kamera so auf den Hinterkopf okay, geht. Okay, gut, ich hab's jetzt verstanden. Ja. So, hast du jetzt noch eine Serie, die du selber abdrehen würdest oder nicht, um auf die ursprüngliche Frage zurückzukommen nach 8 Minuten? Eigentlich wollte ich was ganz anderes sagen, und zwar, ich bin sehr am Leiden, weil ich Stranger Things sehen will, aber es kommt nicht. Also die neue nächste Staffel, nehme ich an. Ja. Ey, sollte nicht auch ein neuer Ghostbusters-Film rauskommen mit einem von den Alter, Stranger Things Boys? Du beschwerst dich, dass ich über Köln rede und fängst jetzt mit Ghostbusters an. Alter, Ghostbusters oder Köln, ne? Alter, da haben wir einmal Junge. Kultfilme aus den 80ern Alter. Und eine Trans-Serie aus 2020. Man merkt, dass du alt bist, ey. Ist ja verrückt. Ja, ich habe eine gute Idee für eine Serie. Man merkt, dass du arbeitslos bist, Alter. Das merkt man. Ich bin nicht arbeitslos. Sag nein, meiner Welt schon. Du weißt, die Leute verstehen das nicht. Ja, weiß ich, Entschuldigung, Conn ist nicht arbeitslos. Und selbst wenn er arbeitslos wäre, hätte er noch das, was dann bedeuten würde, er ist nicht arbeitslos. Ich kenne arbeitslose Streamer, die verdienen 3,50 Euro in der Woche und sagen, oh, das ist ihre Arbeit. Von daher, ne, kann, ist das hier auf jeden Fall mehr seine Arbeit. Safe. So, jetzt haben wir noch den Diss rausgehauen. Was geht, Leute? Im letzten Leute, Rennen wird Conn uns das endlich erzählen. Doch, das ist das letzte Rennen. Wir sind bei 37, das ist zu kurz. Leute, also, ich habe eine gute Idee für eine Serie. Du weißt aber schon, dass man die Midroads ab jetzt bei 8 Minuten schon schalten kann, ne? Ja, wir machen noch 2 Rennen. Leute, wir, also ich, ne? Ich habe die Idee, die ich euch jetzt äußere, man muss die vielleicht in die heutige Zeit rüberbringen, weil die ist schon sehr alt, die Idee. Okay. Damals, als ich die Idee hatte, war Skype noch eine große Sache. Eine Skype-Serie? Ja, eine Serie, und wenn du das in die heutige Zeit bringen willst, dann spielt ihr auf Discord oder was? Genau. Das Ding ist aber leider, Cornel, wenn du mir jetzt mal die tatsächlichen User-Daten anguckst, ne, und deine Serie wird dir wahrscheinlich auch eher so die Köln-Zielgruppe abholen dann sollen. Dann ist Skype noch größer. Dann ist Skype, also bei deiner Zielgruppe, die du ansprechen möchtest, die wird sich denken, was zum Fick ist ein Discord? Kann man das essen? Gibt's das in diesen komischen Dönerläden? Ich weiß es nicht genau. So, das ist das Problem. Also bleib mal erstmal bei Skype. Die Skype-Grundidee ist schon okay. Ja, dann machen wir eine Skype-Serie. Und was soll da passieren? Ja, alles spielt sich auf Skype ab. Über mein früheres Leben so? So, dass man einfach random irgendein Girl anschreibt und dann über Skype kennenlernt? Oder wie ist das? Was? Auf Skype Girls? ICQ. ICQ damals. Ja, ICQ habe ich auch gemacht. Ja, da hat man dann immer so nach einem Namen gesucht und dann haben wir 10 Leute geaddet. Nein, Quatsch, so doch Lisa nicht. Lisa Weber. Oh, hallo. Hast nein, du nein, so habe ich das nicht gemacht. Ich habe halt nach Bramsche gesucht, ne? Nach meiner Heimatstadt. Ah. Und dann da Girls geaddet. Das ist doch viel sinniger. Als wenn ich nach irgendeinem Namen suche und dann jemand aus Bayern habe. Was soll ich denn damit? Mit meinen 16 Jahren. Okay, das ist klug. Clever, ne? Ja. 200 IQ. Und hat auch geklappt. So habe ich meine erste Freundin bekommen. Damals. Was? Random geedit? Ja, klar. Ey, ich bin ein Charmeur geworden. Was ist denn los? Gut aussehender junger Mann und Charmeur vor dem Herrn. Ich hab Alter, mein Nickname war Verwöhner. Du weißt, Bruder, du weißt. Ich hab fast ein Girl aufgerissen. Aber die hatte schon ein Kind und die wollte sich mit mir auf dem Spielplatz treffen. Und ich bin nicht hingegangen. Ja, das kann ich verstehen. Wäre ich auch nicht. Ah, die war geil. Ich wollte sie unbedingt, ey.
Ja, geil ist nicht alles. Kein ja, Kind okay, haben Leute, ist alles. Wir sind über 10 Minuten. Stark, also, ich hab doch gesagt, das ist das letzte Rennen. Ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, Leute. Haut rein, bis dann. Ciao und checkt Girls of ICQ ab. Tschüss.